Roadster fahren geht doch immer. Roadster offen fahren, das ist was anderes. Wer selbst bei Regen offen fahren will, sollte das deutlich über 80 km/h versuchen oder besser gleich im Tunnel cruisen. Wenn beides nicht möglich ist, kann man geschlossen auch hiermit eine gute Figur machen. Aber wer will das damit? Also Dach auf, dauert genau 10 Sekunden und funktioniert auch bis Tempo 50. Und ab geht es in Windeseile. Unser Test Z4 ist nicht nur optisch recht scharf, er hat passend dazu ordentlich PS unter der neuen Motorhaube. Die glänzt mit zwei pfeilförmigen Konturlinien, die, wenn man sie gedanklich verlängert, genau auf den extra breiten BMW-Nieren enden würden. Und unter der konturierten Motorhaube ist das Leistungsangebot ziemlich verlockend. Bei unserem S-Drive 30i sind das 258 PS mit 400 Newtonmeter, die der Vierzylinder mit 2 Liter Hubraum an die Hinterachse schickt. Damit das auch gut ankommt, übersetzt eine wieselflinke Achtgang-Automatik die Kraft in Vortrieb. Am besten kommt der Kick natürlich in der Sporteinstellung. Der 30i ist die mittlere Motorisierung, darüber gibt es noch den 40i mit einem 3-Liter Sechszylindermotor und 340 PS, darunter den Z4 S-Drive 20i mit 197 PS. Aus dem Stand schafft unser 30i die 100 km/h in 5,4 Sekunden. Maximal darf er 250 Sachen schnell sein, reicht doch wirklich. Denn den größten Spaß hat man mit ihm ohne dies auf einer Landstraße, mit schön viel Kurven und möglichst wenig Verkehr. Hier kommt das Surplus, perfekt zur Geltung. 50:50 ausbalancierte Achslastverteilung, die hohe Steifigkeit der Karosserie- und Fahrwerkstruktur und das adaptive Sportfahrwerk. Die Wirkung dieser Kombination lernt man hinter dem Lenkrad schätzen. Er geht einfach derart flutschig locker durch die Kurven, dass man süchtig danach wird. Dazu hängt der Z4 ordentlich und sauber am Gas. Ein leichtes Andrücken reicht schon, um die Pferde vom leichten Trab in den Galopp zu bewegen. Solche Spurteinlagen zeigen den anderen, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Wobei allerdings der im Kofferraumdeckel fest integrierte Spoiler für unseren Geschmack ein wenig dezenter hätte ausfallen können, beziehungsweise sollen. Dafür sorgt er aber für stabilen Anpressdruck am Heck, was für die zu erwartende Fahrweise seiner Nutzer spürbar besser ist. Der klassische Roadster zeigt seine Ausrichtung auf den Fahrspaß ja am deutlichsten im Profil. Mangels zweiter Sitzreihe scheint die Motorhaube noch länger und gleich hinter dem Fahrer beginnt das Gepäckabteil. Streng genommen zwei Abteile, denn in dem ersten Fach wird das Dach versenkt und dahinter stehen eben offen wie geschlossen trotzdem noch 300 Liter Ladevolumen zur Verfügung. Keine Vorstellung? In eine handelsübliche Badewanne passen 150 bis 200 Liter. Solch Stauraum reicht auch mal für lange Touren und damit man danach gar kein Entspannungsbad braucht, sind sehr gute und dennoch recht bequeme Sportsitze eingebaut. Unterwegs helfen zahlreiche Apps weiter. Sei es die Navigation zur nächsten Tanke, Hilfe bei der Suche nach einem Hotel oder aktuelle Nachrichten. Das Display in der Mitte hat zu fast jeder Frage die passende Antwort. Bitte finde doch die nächste Tankstelle. Welches dieser Ziele soll ich nehmen? Nummer 1. Okay, ich habe Jet ausgewählt. Ebenfalls hervorragend ist das Navigationsmodul, eines der wenigen, das wirklich sinnvoll und vor allem rechtzeitig Umleitungen empfiehlt, sei es bei Stau, Unfällen oder anderen Störungen. Einiges von der Ausstattung ist ab Werk dabei. Optional gibt es im Grunde noch alles dazu, was derzeit technisch möglich ist, online wie offline. Der Z4 S-Drive 30i ist ab knapp 50.000 Euro zu haben. In unserem Fall kommen noch Extras in Höhe von 40% vom UVP obendrauf. Also, 20.000 Euro. Surplus eben.